Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Videotutorial KiCad 5.0.2. Und ich hatte es ja im letzten Tutorial-Teil bereits angekündigt. Heute soll es dann mal in die Platine hereingehen und wir wollen anfangen, hier mal Leiterbahnen zu zeichnen. Und wir hatten ja diesen Schaltplan erstellt. Wir hatten uns hier von links nach rechts durch die ganzen Buttons gearbeitet, im letzten Tutorial dann eine Materialliste erstellt und entsprechend nochmal alles überprüft, einen ERC-Check durchgeführt und die Netzliste erstellt. Als nächstes wäre dann hier der ganz rechte Button, starte den Layout-Editor. Ich klicke hier mal drauf und dann wird also unser Layout-Editor gestartet. Und was ich jetzt hier sehe, wenn ich hier etwas herauszoome, ist ein da oder ein Tabellenblatt, wo ich hier wieder auch meine Angaben sehen würde, Titel, File, Ersteller etc. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht ausgefüllt. Und was wir hier als erstes natürlich auch sehen, ist unser Arduino Nano, der ja über das Template von vornherein geladen wird. Was jetzt hier noch fehlt, sind natürlich alle anderen Bauteile, einfach aus dem Grund, weil ich die Netzliste jetzt hier noch nicht eingelesen habe. Ich möchte euch auch, bevor ich damit anfange, mal einen kurzen Überblick über diesen Layout-Editor geben, einfach um mal ein Gefühl dafür herzustellen, wie er dann zukünftig damit arbeitet. Wir haben hier also in unserem linken Fensterbereich einige Buttons. Hier unten, ich fange von unten nach oben an, können wir den Lagenmanager ein- und ausblenden. Das ist also hier drüben diese Lagenverwaltung. Wir sehen auch hier an den Lagen hier so ein kleines Dreieck. Wenn ich hier auf unterschiedliche Lagen arbeite, klicke, wird dieses Dreieck mitgezogen und ich kann also dadurch die aktive Lage auswählen, in der ich jetzt hier zeichnen kann oder Leiterbahnen erstellen etc. pp. Ich kann diese Lage auch ausblenden, indem ich hier einfach den Haken entferne. Dann sieht man hier auch schon, wie das ein- und ausgeblendet wird. Das gilt für alle Lagen. Und ich kann hier durch einen Doppelklick auf das Farbfenster hier einen Auswahldialog eröffnen und kann hier auch für das Layer eine andere Farbe einstellen. Ich persönlich habe darin eigentlich noch nie was geändert. Ich finde die Farbverteilung hier so recht sinnvoll. Hat mich bisher eigentlich noch nie weiter gestört und ich arbeite da also mit den Standardeinstellungen. Aber wie gesagt, man kann es also ändern. Ja, wir haben dann hier verschiedene Elemente, die wir hier ein- und ausblenden lassen können. Auch das ist dann in dieser Lagenverwaltung möglich. Ich lasse hier standardmäßig eigentlich immer alles an. Das hilft auch relativ gut weiter beim Routen, dass man nichts übersieht. Es kann aber durchaus auch sein, bei großen oder mehr oder minder unübersichtlichen Platinen, dass man da vielleicht das eine oder andere Mal ausschalten muss, um dann besser arbeiten zu können. Bei meinen kleinen Projekten, die ich bisher gemacht habe, war das hier noch nicht nötig. Ja. Das also der Lagenmanager. Als nächstes haben wir hier den zweiten Button. Und zwar ist das hier die Kontrastdarstellung. Und wir sehen also, ich kann mir hier mit verschiedenen Kontrasten arbeiten, also etwas dunkler oder hell. Ich lasse das eigentlich immer auf dieser Einstellung. Das hilft relativ gut. Das macht die Sache sichtbar hier auf meinem Bildschirm. Ja, ich kann dann hier als nächstes Leiterbahnen als Umriss oder als gefüllte Fläche darstellen. Ich möchte es mal kurz zeigen. Ich ziehe, da müssen wir die Kupferlage natürlich wechseln. So, ich ziehe hier mal eine Leiterbahn, lege die dann einfach mal ab. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier reinscrolle, das als Umriss. Und wenn ich umschalte, sehen wir sie hier als ausgefüllte Linie in der jeweiligen exakt eingestellten Breite. Wie wir die Breite von diesen Leiterbahnen einstellen, werde ich auch gleich noch zeigen. Das gleiche gilt dann hier im nächsten Button für unsere Durchkontaktierungen und für Pads. Bei den Durchkontaktierungen werden die ebenfalls entweder vollfarbig oder als Umriss dargestellt. Und bei den Pads hier, das ist der vierte
fünfte Button von unten, sehen wir das auch. Dann kann man hier mal schauen, beim Arduino Nano sehen wir dann hier den Unterschied zwischen der Umrissdarstellung und der vollflächigen Darstellung. Die nächsten drei Button befassen sich damit, wenn man gefüllte Flächen ausfüllt, also zum Beispiel Groundflächen, die kann man hier entsprechend Vollumriss darstellen, einzeln nur die Leiterbahnen oder diese Füllflächen als Umriss wie bei den Leiterbahnen. Nächster Button hier oben, ich werde diese drei Button hier unten nochmal dann auch beim Routen zeigen, wie sich das auswirkt und wie sich das darstellt. Hier dann als nächstes der Button für die Netzlinien, also unsere Luftlinien, die uns anzeigen, wo oder welcher Pad mit welchem Pad verdrahtet werden muss an den Bauelementen. Und auch diese kann ich hier mit einem Klick entsprechend ein- oder ausblenden. Dann haben wir hier unsere Darstellung für den Cursor, entweder so als einzelnes Kreuz oder dieses Vollflächenkreuz, wo ich auch hier wieder relativ gut damit arbeiten kann, mit diesem Vollflächenkreuz, weil ich dann Bauelemente auch sehr sauber auf der Linie in der gleichen Flucht jeweils positionieren kann. Dann haben wir hier die Umstellung Einheiten Millimeter oder Inch. Das sehen wir hier oben, die Umstellung. Ich klicke auch mal auf Millimeter. Entsprechend wird hier oben werden die Einheiten entsprechend anders dargestellt. Und ich kann also zwischen Millimeter und Inch hin und her schalten. Polarkoordinaten einblenden, ausblenden, habe ich bisher noch nicht gebraucht, kann man aber tun. Und wir sehen dann hier unten, wie sich das entsprechend unsere Darstellung hier unten in der Fußzeile ändert. Ich lasse es meistens aus. Und zu guter Letzt kann man dann hier noch das Raster ein- und ausblenden. Fürs Positionieren der Bauteile ist es eigentlich ganz gut, das anzulassen und auch für das Routen. Ja, und wir können hier unsere Designregeln abschalten. Wenn Leiterbahnen im herkömmlichen Grafikmodus verlegt und geändert werden. Das hat was mit den Grafikkarten zu tun. Wer also einen schwachen Rechner hat, kann dann auch hier vielleicht noch an diesen Stellschräubchen drehen, wenn dann irgendetwas nicht richtig dargestellt wird. Wie gesagt, ich denke, die meisten heutigen Rechner sollten mit KiCad problemlos umgehen können. Als nächstes hier oben dann im Menü haben wir nochmal die Möglichkeiten, unsere Seite einzurichten. Das heißt, wir haben hier unsere Revision, den Titel, Firma etc. könnten wir hier einstellen oder eintragen. Das ist genau der gleiche Dialog wie im Schaltplan-Editor. Und wir können hier uns Fertigungsdateien einlesen bzw. erzeugen lassen. Das zeige ich dann zum späteren Zeitpunkt. Da geht es dann darum, hier Gerber-Dateien zu erstellen. Das machen wir dann mal später. Ich kann mir nochmal meine Leiterbahnplatte hier ausdrucken lassen. Verschiedene Kupferlagen, verschiedene technische Lagen, 1:1 oder 1:2, 2:3, 4 etc., um das auf die Seite einzupassen, größer, kleiner. Auch da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Gerade beim Ausdrucken von solchen Leiterplattenansichten muss man aufpassen, weil dann auch viele Druckertreiber gerne dazu neigen, anzupassen. Aber was sich dahinter verbirgt, werde ich auch zum späteren Zeitpunkt nochmal zeigen. Dann bearbeiten. Hier sind einige Felder, vor denen ich warne. Zum Beispiel hier globales Entfernen, Leiterbahnen und Durchkontaktierungen aufräumen. Überall, wo solche Dinge sind wie global oder aufräumen, Vorsicht bitte. Erst genau lesen, was man macht, bevor man klickt. Ansonsten kann sich ganz schnell die Leiterplatte in ein Chaos verwandeln. Ja? Auch hier solche Dinge wie alle Leiterbahnen und Dukos editieren etc. Bitte da aufpassen. Ich werde es, soweit sich das hier noch anbietet, dann beim Verdrahten auch zeigen, was man da noch machen kann. Wie gesagt, Vorsicht und bitte genau lesen, was man da tut, bevor man irgendwo draufklickt und sich dann ärgert. Gut, es gibt zwar die Möglichkeit, das ein oder andere mit STRG-Z wieder zurückgängig zu machen, aber trotzdem ist es meistens ärgerlich. Dann haben wir hier die Ansicht, das ist im weitestgehenden die gleiche Geschichte nochmal, wie wir sie hier in den Button haben. Das sind unsere Zoom-Einstellungen, dann hier Raster einblenden und die Zeichnungsmodi, im Prinzip genau die gleichen Button wie hier links auf dieser Leiste. Ja, wir wollen natürlich kein Leiterbahn verlegen. So, Setup. Wir können hier Lagen einrichten.
Und was hier ganz wichtig ist, hier kann man sich im Vorhinein entscheiden, was möchte ich denn überhaupt tun. Möchte ich jetzt also hier eine benutzerdefinierte Platine erstellen? Wenn ich da hier mal drauf gehe, benutzerdefiniert, kann ich jetzt hier Lagen auswählen. Bis zu 32 Kupferlagen. Wer das denn unbedingt braucht, kann das hier also tun, wenn er einen Hersteller findet, der das auch entsprechend unterstützt. Beziehungsweise dann kann ich hier auch die Platinenstärke vorgeben. Das ist ganz wichtig dann für die Produktion. Wenn man das an irgendeinen Dienstleister vergibt, kann man hier also die Platinenstärke herstellen, die dann genutzt werden soll. Und es sind hier einige Vorgaben gemacht. Und zwar haben wir hier zwei Lagen Bauteile nur auf der Vorderseite, zwei Lagen Bauteile nur auf der Rückseite. Oder zwei Lagen Bauteile Vorder- und Rückseite. Das ist immer das, was ich eigentlich in der Regel benutze. Denn ich habe mir angewöhnt, die Vor- und Nachteile oder vielmehr die Vorteile von betrachteten Bauelementen und von SMD-Bauelementen zu kombinieren. Das werden wir dann gleich sehen beim Routen. Und deswegen wähle ich hier in der Regel zwei Lagen Bauteile Vorder- und Rückseite. Ich sag mal, bei den normalen Projekten, die man so macht im Hobbybereich, reicht diese Einstellung völlig aus. Vorderseite, Hinterseite und auf beiden Seiten Bauteile. Auch hier schon die Anmerkung, das wirkt sich auch auf den Preis aus. Also wer meint, er muss sich jetzt hier eine Vierlagen Platine erstellen, tut sich meiner Meinung nach keinen Gefallen, weil die Preise dann in der Regel gleich exorbitant in die Höhe steigen, wenn man das irgendwo produzieren lassen muss. Denn selber herstellen ist wahrscheinlich im Bastel- und Hobbybereich eh nicht möglich. Also ich nutze, wie gesagt, hier immer die Einstellung zwei Lagen Bauteile auf Vorder- und Rückseite. Hier unten sehen wir dann unsere beiden Kupferlagen. Und bei den Kupferlagen kann ich hier nochmal auswählen, wenn ich jetzt mehrere Kupferlagen habe, soll diese nur für oder für Signal genutzt werden oder nur für Spannung und Strom oder gemixt oder für Ducos, für Jumpers etc. Das kann ich dann hier einstellen. Ich gebe mal hier spaßeshalber einfach mal eine Viererplatine vor. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also die Oberseite soll unser Signal sein, die zweite hier Spannung und Strom, die dritte Spannung und Strom und die vierte dann meinetwegen gemixt. So könnte ich das einstellen und KiCad würde mich dann beim Routen der Leiterplatten unterstützen. Wie gesagt, macht für uns im Regelfall im Hobbybereich keinen großen Sinn. Ich schalte hier wieder zurück auf zwei Kupferlagen und gehe hier auch schon auf die entsprechende Auswahl, aber das automatisch eingestellt. Weiterhin, wieder zurückschalten. Weiterhin kann ich natürlich hier auch verschiedene Lagen ein- und ausblenden und mir anzeigen lassen, beziehungsweise auch hier wieder verschiedene Lagendefinitionen zuweisen. Ich lasse das in der Regel, wie gesagt, auf zwei Lagen, Bauteile vor der Rückseite und damit ist das automatisch eingestellt. Ich breche hier mal ab, dass ich hier nichts verstelle. So, und dann sollte das auch seine Richtigkeit haben. Als nächstes haben wir hier die Designregeln und da werde ich dann etwas ausführlicher gleich darauf eingehen. Die werde ich dann später noch anzeigen. Dann haben wir noch Texte und Zeichnungen. Ich kann also hier Texte und Zeichnungen hinzufügen. Ich kann globale Pad-Eigenschaften nochmal einstellen. Das war das gleiche oder ist der gleiche Dialog wie im Footprint-Editor. Den haben wir alles schon mal gesehen. Und ich könnte jetzt hier nochmal für gewisse Pads globale Einstellungen vornehmen, braucht man aber eigentlich in der Regel nicht hier an dieser Stelle, wenn man im Footprint Editor richtig gearbeitet hat. Ja, dann haben wir hier Pad-Abstandsmasken und Einstellungen für differenzielle Signalpaare, wie in welchem Abstand die parallel zueinander geführt werden sollen und mit welchem Zwischenraum etc. Brauchen wir aber auch in der Regel hier im Hobbybereich eher weniger. Ja, was brauchen wir als nächstes noch. Dann haben wir hier noch verschiedene Einfüge-Modi. Wir können also noch Footprints hinzufügen, Vias, Sperrflächen. Das sind im Prinzip eigentlich die Buttons hier auf der rechten Seite. Das sind also grafische Elemente bzw. Polygon-Füllflächenelemente, die ich auch im weiteren Verlauf dann nochmal zeigen werde.
Beim Routing, hier sollten wir mal aufpassen, geht es um die Leiterbahn und ich mache das hier mal auf für die einzelne Leiterbahn, die werden wir ja benötigen. Na, öffnet sich nicht. Warum nicht? So, dann machen wir das mal hier unten. Einstellung des interaktiven Routers. Also ich zeige es nochmal. Sage ich etwas. So, Einstellung des interaktiven Routers. Und zwar können wir jetzt hier einstellen, wie unsere Leiterbahn verlegt werden soll. Das heißt, kommt ein Hindernis, hier Walkaround, wird die Leiterbahn automatisch drumherum verlegt, um zum Beispiel hier dieses Pad. Beim Schieben wird dafür gesorgt, dass Leiterbahnen, die im Weg liegen, einfach beiseite geschoben werden, um eine Leiterbahn zu verlegen. Das kann unter Umständen für den Anfänger relativ verwirrend sein. Deshalb empfehle ich für den ersten Einstieg mal Kollisionen hervorheben. Und dann wird also nichts verschoben, nichts drumherum gelegt, sondern es wird einfach nur eine Kollision oder ein Problem in einer anderen Farbe oder einer helleren Farbe hervorgehoben und ich kann dann händisch darauf reagieren. Das empfehle ich für den Einstieg. Hier unten können wir jetzt noch auswählen, zum Beispiel DRC-Fehler erlauben. Das empfehle ich nicht, denn ich könnte dann also Leiterbahnen kreuz und quer übereinander legen, ohne dass es hier oben die Kollision hervorgehoben würde. Das lasse ich immer aus. Wenn ich hier Leiterbahnen verlege und es gibt eine Kollision, kann ich die Leiterbahn von vornherein gar nicht ablegen und habe damit schon vermieden, irgendwelche Probleme einzubauen, auf die ich dann vielleicht im weiteren Verlauf nicht mehr hingewiesen werde und am Ende tauchen sie dann als Problem irgendwo auf der Platine auf. Ja, auch hier freier Winkelmodus würde ich erst einmal lassen. Standardmäßig sind 45 Grad, das bietet sich auch an. Freier Winkelmodus kann man mal ausprobieren, wenn man dann etwas fortgeschrittener ist. Für den Anfänger bitte hier das Häkchen draußen lassen. Ja, und Geo-Hindernisse, hatte ich ja bereits erwähnt, haben wir hier irgendwie auch schon ausgeschaltet. Den Optimierungsansatz kann man so lassen. Und mit OK bestätigen wir das. Ja, und hier bei Route, deswegen ging es auch nicht auf. Wir können also hier zwischen differenziellen und einzelnen Leiterbahnen umschalten. Und könnten auch hier verschiedene Leiterbahnlängen nochmal separat anpassen, wenn wir diese denn hier verlegt hätten. Aber in der Regel eigentlich nur dann interessant, wer sich im höheren HF-Bereich bewegt, dass man da bei Leiterbahnenlängen Probleme haben kann oder wer halt sehr schnelle Datenverbindungen auf seiner Leiterplatte fahren möchte, da könnte das solche könnten dann diese Tools interessant werden. Ich sag mal, für den normalen Signalabgriff ist das eigentlich alles nicht weiter interessant. Im Menü Inspektion können wir hier wieder dann einen DAC-Check durchführen. Das machen wir dann später, wenn wir unsere Bauteile mal verbaut oder geroutet haben. Wir haben hier ein Messwerkzeug, um eventuelle Abstände auszumessen. Und wir haben hier oben auch ein sehr schönes Tool. Das ist das Tool Netze auflisten. Und ich sehe hier gleich auf den einen Blick unsere Netze. Und wir sehen den großen Vorteil, den ich hier bei dieser Sache habe, wie wir das hier vorne gemacht haben, nämlich, dass wir Netzlabel vergeben haben. Und ich sehe hier also sofort das Netzlabel 5 Volt, VIN, Slave Select, Clock, Referenzspannung, MOSI, MISO. Das wird hier reingeschrieben als Netzname bei dem Vergeben von Netzlabeln. Und wir sehen auch hier die eigene Vergabe von KiCad. Das ist also die voreingestellte Vergabe von Netznamen von KiCad. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten keine Netzlabel vergeben, die hier aufgelistet sind, um irgendwo etwas wiederzufinden, würde jetzt hier überall stehen Net P5, Pad 1, Net P4 und so weiter. Das wäre jetzt hier die gesamte Liste und man hätte das Problem, wie will ich jetzt hier verschiedene Netze zuweisen in den Designregeln. Und damit kommen wir auch zu den Designregeln. Ich schließe hier mal diese Netzübersicht. Und wir haben hier ganz wichtig, die Designregeln. Wir sehen jetzt hier unten,
alle Netze, die in unserem Schaltplan vergeben wurden. Und wir sehen hier oben eine Default-Netzklasse. Diese Default-Netzklasse besteht jetzt daraus, dass also die Leiterbahnen einen Mindestabstand von 0,2 mm haben müssen, eine Breite von 0,25 mm, die Durchkontaktierung 0,6 mm mit einer Bohrung von 0,4 und so weiter und so fort. Und wir wollen jetzt hier zwei relativ sinnvolle Netzklassen hinzufügen, die zum Beispiel das Ätzen einer Platine deutlich vereinfachen. Denn 0,25 mm Leiterbahn ätzen mit den Heim- und Hausmitteln wird eher schwierig. Wer das natürlich an einen Produzenten, Leiterplattenproduzenten geben möchte, kann das natürlich hier lassen. Die können das durchaus in dem mal oder in dieser Qualität herstellen. Ich gehe auf den Zufügen und nenne das als erstes mal PWR für Power. So, Power hat ein bisschen höhere Spannung, deswegen geben wir mal hier aus 0,4 mm Abstandsmaß. Wir geben an eine Leiterbandbreite von 1,0 mm. Das hatte ich auch schon gezeigt. Bei 1,0 mm Leiterbandbreite kann man so ca. 0,8 Ampere drüber jagen bei einer Kupferstärke von 0,35 Mikrometer, was so die Standardbeschichtung ist. Ja, wir wollen dann unseren Durchkontaktierer, machen wir hier mal 0,8 mm und mit einer Bohrung von 0,6 Mikrodurchkontaktierungen und deren Durchmesser lassen wir mal unangetastet. Ich denke, diese ersten vier Einstellungen sind hier das Wichtigste. Und wir machen nochmal eine weitere und die nennen wir hier Signal. Und wir gehen hier, wir belassen das Abstandsmaß auf 0,2 mm und nehmen hier mal 0,6 mm Leiterbahnbreite. Und die Durchkontaktierungen machen wir ebenfalls auf 0,8 mit 0,6. Lässt sich besser bohren und auch mit einem Drähtchen löten. Damit haben wir jetzt mal zwei solche Netzklassen erstellt und müssen jetzt hier unten, wir sehen hier, die Netze sind alle in der Klasse Default zugewiesen, einigermal umstellen, was jetzt wohin soll. Und damit geben wir KiCad automatisch, weisen wir KiCad automatisch an, diese beim Zeichnen der Leiterbahn die jeweiligen Einstellungen hier zu nutzen. Das ist der große Vorteil, finde ich, gegenüber Eagle zum Beispiel, wo ich hier dann jedes Mal die Leiterbahnbreite auswählen muss. Hier gebe ich sie vor und die ist einmal fest zugewiesen und ich kann hier auch keine Fehler mehr machen. So, also gehen wir hier rüber auf das Power und wir sehen also hier, Power ist jetzt noch nichts drin. Deshalb wählen wir jetzt mal hier das Netz 3,3 Volt an und mit den Pfeilen nach rechts weisen wir jetzt 3,3 und 5 Volt der Netzklasse Power zu. Dann schauen wir hier weiter runter. Wir haben hier nochmal V-In. Auch dieses tun wir Power zuweisen. Dann haben wir noch den Ground. Sollten wir auch hinzufügen. Und wir haben hier nochmal die Übersicht. Auch hier, wir sehen jetzt, ist es also der Netzklasse Power zugefügt. Alle anderen wollen wir jetzt auf Signal legen. Und wir können also dann hier auswählen mit RX und TX und so weiter. Kann ich jetzt also die ganzen Signale noch auf die Netzklasse Signal legen. Ich kann hier auch mit Shift gedrückt halten oder die erste anklicken, Shift gedrückt halten. Drücke hier unten das nächste an, werden sie markiert und ich kann dann gleich mehrere Netze in eine andere Netzklasse verschieben. So, zack. Das bedeutet, im Default sollte jetzt nichts mehr liegen. Genau so ist es. Es sind jetzt alle Netze
zugewiesen. Und das heißt, sobald ich eine Leiterbahn im Netz 0RX verlege, ist das hier die Netzklasse Signal und es wird ein Abstand von 0,2 angenommen mit einer Leiterbahnbreite von 0,6. Jetzt kann es natürlich durchaus nötig sein, dass man nochmal händisch Leiterbahnen umstellt. Dann könnte ich jetzt hier nochmal verschiedene Leiterbahnenbreiten einstellen. Ich hatte das schon mal gezeigt beim Erstellen eines Templates, eines eigenen Templates. Und das könnte ich jetzt hier auch nochmal tun für das eigene Projekt und das gleiche hier für Dukos. Ich spare mir das an dieser Stelle, denn ich denke, mit diesen beiden Einstellungen, wenn man hier vorne vernünftige Netzklassen vorgibt, hat man den großen Vorteil, dass man also schon eigentlich diese globalen Designregeln hier nicht mehr benötigt. Das war also der grobe Überblick über den Leiterplatten-Editor. Auf einzelne Funktionen, die ich gerade erklärt habe, werde ich dann, wie gesagt, im Verlauf näher nochmal eingehen und das im Einzelnen nochmal näher zeigen. Wir wollen jetzt mal unsere Netzliste einlesen und dazu gehen wir hier auf den Button Netzliste einlesen und wählen hier aktuelle Netzlese ein. Moment, ich breche nochmal ab. Auch hier, diese Einstellungen kann man einfach so lassen. Man kann natürlich auch zum Beispiel bestimmte Footprints etc. dann ändern, wenn man mehrere Netzlisten hinter oder wenn man Änderungen im Schaltplan vornimmt und dann die Netzliste neu einliest, kann das hier nötig sein, doch mal zu sagen, okay, schmeiß hier mal automatischen Footprint raus und ändere das und behalte nicht den alten. Ja, das wäre jetzt der Fall, wenn wir im Schaltplan zum Beispiel den Footprint von irgendeinem Widerstand ändern würden und würden die Netzliste neu einlesen, wäre der neue Footprint und auch der alte da, dann müsste ich hier einfach umschalten auf ändern und er würde das entsprechend gleich rausschmeißen. Auch hier bitte aufpassen, überlegen, was man tut. So, also wir lesen unsere Netzliste ein, Rödel, Rödel, Rödel und wir sehen, dass hier zwei Fehler angezeigt werden, konnte keiner Bibliothek gefunden werden. Das sind gleich mal zwei Fehler, die hatte ich jetzt hier so gar nicht vorgesehen, aber okay, ich werde mich da gleich mal drum kümmern, was es damit auf sich hat. Und wenn wir hier schließen, sehen wir jetzt unsere gesamten Bauteile. In der neuen Version von KiCad, was hier schon wesentlich besser ist oder besser anzuschauen ist, dass die Bauteile nicht mehr alle auf einem einzigen Punkt liegen, sondern KiCad versucht schon hier so eine grobe Vorsortierung vorzunehmen für einige Bauelemente, Gruppen. Und als erstes lege ich das hier einfach mal ab. Mit einem Klick wird das Ganze hier abgelegt und wir sehen jetzt hier mal unsere ganzen Netzlinien, die Luftlinien, die dann also verdrahtet werden müssen. Ich schalte die mal hier kurz aus. Ne? Die sollten eigentlich jetzt hier weg verschwinden. Gut, und wir haben also hier jetzt unsere Footprints, die Widerstände, die Dioden und wir sehen schon nach einigen Gruppen Relais-Dioden. Und die Konnektoren und Boards ist hier also schon das gruppiert und ich kann jetzt positionieren. Ich schaue jetzt mal nach den Fehlern und werde die beheben und melde mich gleich wieder. So, der Fehler ist behoben. Woran lag es? Ich möchte es nochmal kurz zeigen. Ich hatte hier bei der Zuweisung der Footprints bei der Zuweisung der Footprints hatte ich hier dieses RS-485 Board für die serielle Schnittstelle aus einer falschen Bibliothek ausgewählt. Ich habe das hier nochmal neu zugewiesen aus der Bibliothek My Tutorial, die ich auch vorher bekannt gegeben hatte. Nochmal hier das Bauteil mit Doppelklick hinzugefügt, auf OK bestätigt und die Netzliste nochmal neu erstellt.
Und ich könnte jetzt in den Editor wechseln und hier die Netzliste neu einlesen. Es gibt aber einen schnelleren Weg für solche Änderungen und das ist einfach die Taste F8. Und damit werden bei solchen kleineren Änderungen auch diese Änderungen gleich hier nach drüben verschoben und es kommt also dieser Aktualisierungsdialog und wir sehen also jetzt hier keine Warnungen und keine Fehler mehr und das PCB ist damit aktualisiert und wir sehen auch hier das Board, was jetzt hinzugefügt wurde, aufgrund dessen, dass der Footprint nicht richtig zugewiesen war aus dem Schaltplan heraus. Ein kleiner Fehler, der so nicht vorgesehen war, aber hiermit gleich mal gezeigt, wie man so etwas beheben kann. Ja, als nächstes natürlich müssen wir jetzt unsere Bauteile einigermaßen grob positionieren. Dazu mit der Maustaste, mit dem Cursor hier aufs Bauelement, die Taste M für Move, auch das haben wir schon zur Genüge gehört, und mit R im Wesentlichen die gleichen Elemente oder Tastenbelegungen wie im Schaltplan, kann ich also hier rotieren, verschieben und auch wieder ablegen. Und ich positioniere jetzt mal hier unser Bauelement links vom Arduino. Es empfiehlt sich jetzt natürlich, was wichtig ist, Bauelemente möglichst so zu positionieren, dass von vornherein das Verlegen von Leiterbahnen möglichst einfach und möglichst kreuzungsfrei vonstatten geht oder vonstatten gehen kann. So, ich positioniere mal die Bauelemente und melde mich dann gleich. So, jetzt habe ich hier mal die Bauelemente soweit positioniert, wie ich das für zweckmäßig erachtet habe. Und hier möchte ich euch auch gleich nochmal zeigen, dass es sich empfiehlt, diese Cursorform Vollkreuz zu verwenden. Wenn ich hier mal auf diesen Connector gehe und dann mit M für bewegen dieses Kreuz einblende, dann sieht man hier schön die Linie, die durch die anderen beiden Konnektoren geht. Und ich kann damit zum Beispiel sehr einfach alle drei Konnektoren sauber in einer Flucht positionieren, um dann auf der Platine ein sauberes, gleiches Aussehen zu haben. Dann sehe ich gerade hier, ich muss diesen Konnektor nochmal bewegen. Einfach, weil er hier vor dem USB-Bus sitzt. So, schieben wir den hier noch etwas nach außen. Und legen den ab. Damit ist der relativ gut positioniert. Hier unser Anschluss für das Relais. Auch hier nochmal gezeigt, das Positionieren. Ich wähle das Relais an mit M für Move. Gehen wir hier auf den Bewegepunkt. Das ist hier der Anschlusspin für den Schaltkontakt. Und auch hier, seht mal schön, kann ich das hier sauber ablegen. Und damit sitzen beide Relais jetzt auf der Platine in der Flucht. Das gleiche dann nochmal für unsere Diode. So, auch hier nochmal sauber positioniert. Und damit sind unsere Bauteile schon mal soweit abgelegt. Jetzt haben wir hier noch die Widerstände. Auch hier mit Move kann ich die Widerstände hier entsprechend positionieren. Und was ich euch hier gleich zeigen möchte an dieser Stelle, diese Widerstände, wir sehen es jetzt hier, liegen auf der Oberseite, also Page-Up-Seite. Deshalb auch hier die Pads braun in der Farbe. Wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick auf das Kontextmenü gehe, kann ich dann mit Wenden oder mit der Taste F diesen Footprint dann auf die Rückseite verschieben. Ich zeige es jetzt mal hier aus dem Kontextmenü heraus. Und wir sehen, die Pads werden jetzt grün. Das heißt also, dieser SMD-Widerstand wird jetzt auf der Rück- oder Unterseite der Platine angeordnet und muss auch dann dort verlötet werden. Das gleiche tue ich mal hier mit den anderen
markieren mit F, werden die automatisch gespiegelt und liegen jetzt als Bauelemente auf der Rückseite. Ich positioniere jetzt noch diese Widerstände und melde mich dann gleich wieder zurück. So, die Bauteile sind so einigermaßen positioniert, wie ich das jetzt mal für den ersten Schritt als zweckmäßig erachte. Und wir sehen jetzt hier also unsere weißen Netzlinien und man kann sie jetzt hier über den Button ein- und ausschalten. Und wir können uns also hier schon mal ein grobes Bild von unserer Platine machen, wie sie denn dann später vielleicht mal aussehen wird, wenn nicht noch größere Änderungen hinzukommen. Jawohl, soweit so gut. Beim Positionieren bitte darauf achten, dass man ein bisschen so die eine oder andere Flucht einhält von den Bauteilen. Das sieht auch auf der Platine dann am Ende schöner aus. Ja, wer sich jetzt fragt, warum ich hier nicht schon längst vom Autoruder gesprochen habe, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. KiCad hat so keinen Autoruder dabei. Es gibt einige Anleitungen, wie man mit externen Autorudern arbeiten kann. Die Erfahrung sagt aber, Autoruder sind immer so gut, bis sie 97% erreicht haben. Und dann kommt nämlich der Moment, dass der Autoruder sagt, ich kann nicht mehr weiter, mein lieber User, mach du mal weiter. Und dann steht man da mit einer, ja, zu drei Vierteln fertigen Platine mit kreuz und quer verlegten Leiterbahnen, hat am Ende keine richtige Kontrolle darüber gehabt, ob das zweckmäßig ist, ob Leiterbahnenlängen eingehalten wurden, etc. Und zum guter Letzt macht man es dann doch wieder händisch neu. Deshalb, gerade auch für den Einsteiger, auch um den Lerneffekt zu steigern, empfehle ich hier nicht den Autoruder zu nutzen oder irgendwelche Autoruder-Funktionen, sondern das wirklich einfach händisch zu tun. Ja, und damit wollen wir auch unsere erste Leiterbahn verlegen. Die erste Leiterbahn soll hier mal unsere Stromversorgung oder die ersten Leiterbahnen, die unsere Stromversorgung sein. Wir gehen hier auf das Leiterbahn-Routing-Button, wählen unser Pad an, was wir haben wollen. Und wir sehen jetzt hier, dass also hier automatisch immer diese Leiterbahn mitgezogen wird und das Ganze in einem 45-Grad-Winkel abgeknickt. Gehe ich jetzt hier über Elemente, die nicht dazugehören zum Netz, wird das hier grün gezeichnet und ich könnte jetzt hier versuchen, die Leiterbahn abzulegen. Geht nicht, das wird also sofort vermieden. Ich hatte es ja bereits erwähnt. Ich könnte das natürlich auch zulassen, führt aber über kurz oder lang vielleicht auch zu Problemen. So, wie gesagt, Pad ist angeklickt und ich bin jetzt hier in jedem Bewegungsgrad völlig frei. Ich ziehe mal diese Leiterbahn jetzt hier ein Stück nach rechts und klicke einmal und wir sehen, dass diese Leiterbahn jetzt hier oben an dieser Stelle ausgegraut oder etwas festgelegt wurde. Und wir sehen jetzt, ich habe hier nicht mehr alle Freiheitsgrade, sondern der Aufhängepunkt ist jetzt hier vorn. Und ich kann jetzt von diesem Punkt aus wieder in jede Richtung mich frei bewegen. Wenn ich jetzt hier nach drüben gehe, kann ich also meinen 45 Grad Winkel wird automatisch gezeichnet. Ich klicke wieder. Auch jetzt wird wieder bis zum nächsten Punkt hier vorn die Leiterbahn festgelegt und ich bin wieder um diesen Punkt hier frei beweglich. Ich ziehe jetzt auf das Pad. Und wir sehen, dass er dann auch hier, wenn er das Pad gefunden hat, andockt. Er springt dann drauf und ich lege mit einem Klick ab. Damit ist die Leiterbahn verlegt. Und sie hat auch gleich die notwendige Stärke, weil wir hatten ja das Netz zugewiesen. Nächste Leiterbahn, auch hier wieder dann unsere Verbindung von diesem Pin. Das heißt, ich gehe hier vom Pad weg nach unten und kann jetzt entweder auf diese Leiterbahn hier verbinden oder auf das Pad. Ich verbinde hier auf die Leiterbahn, auf diesen Punkt. Dazu ruhig etwas reinscrollen und wir sehen auch hier, solange diese gelbe Linie hier noch, diese Luftlinie oder Netzlinie noch dranhängt, ist noch nicht richtig verbunden. Jetzt liegt er richtig drauf. Klick und das Netz wird sauber verbunden.
Und so kann man sich jetzt durch die gesamte Platine hindurcharbeiten. Was wir noch nicht tun, ist hier Ground zu verbinden. Das möchte ich euch zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Ich werde jetzt mal hier so die ersten Linien schon weiter vertraten und melde mich dann wieder, wenn es was zu erzählen gibt. So, unser nächstes Problem taucht jetzt im Template selbst auf, denn unser Entwickler vom KiCad Template Nano hat nämlich etwas gemacht, was mich beim ersten Mal auch ein wenig verwundert hat, oder zumindest wo ich auf Probleme gestoßen bin. Er hat nämlich um diesen Arduino Nano einen Edge Cut gezogen und da möchte ich euch gleich mal zeigen, was dann passiert. Ich will hier also mal eine Leiterbahn verlegen und wir sehen hier, wie also dieser Edge Cut oder Platinenumriss aufleuchtet und ich kann hier meine Leiterbahn nicht mehr ablegen und auch nicht mehr kontaktieren am Widerstand. Das hängt damit zusammen, dieses Template war ursprünglich wahrscheinlich, das ist meine persönliche Vermutung, dafür gedacht, nur Platinen oder Bauteile hier innerhalb dieses Arduinos-Nanos zu platzieren und diesen Nano hier nicht auf größeren Platinen einzusetzen. Wie beheben wir das ganze Problem? Wir klicken hier einfach diese Edge-Cut-Linie an, dass sie markiert wird und klicken auf Entfernen. Und damit ist sie weg und wir ziehen dann später den Edge Cut sowieso nochmal neu um die gesamte Platine. Das machen wir hier um den gesamten Arduino herum. Und wenn wir das getan haben, wenn wir das dann getan haben, können wir auch weiter vertraten und ziehen dann später einen Edge Cut hier, wenn wir fertig sind, um die gesamte Platine. So. Edge Cut ist weg. Ich kann also hier wieder jetzt auch problemlos meine Leiterbahn verlegen und weiter vertraten. Wer sich jetzt gefragt hat, warum ich jetzt hier auf der Platinenoberseite zum Beispiel an diesen Pin gehe, obwohl ich ja hier drunter eigentlich gar nicht löten kann, denn der Arduino wird ja auf der Oberseite montiert und würde jetzt also hier diese Leiterbahn verdecken. Das ist richtig. Deswegen auch bei handgemachten Platinen hier bitte aufpassen, dass man immer, gerade bei zweilagigen Platinen, immer auf der richtigen Seite sich bewegt. Denn ansonsten wird es problematisch. Man müsste jetzt ja hier unten drunter löten und hätte dann hier die Plastik von der Stiftleiste im Weg und könnte dann entsprechend nicht mehr verlöten. Da ich meistens meine Platinen zum professionellen Hersteller gebe, werden diese Bohrungen eh durchkontaktiert. Das heißt, die Pads sind auf beiden Seiten und hier die Bohrung ist durchkontaktiert. Das heißt, ich kann hier oben mit der Leiterbahn rangehen, auf der Rückseite verlöten und habe dann trotzdem einen elektrischen Kontakt. Wer seine Platinen selbst herstellt und hier händisch bohrt und natürlich nicht durchkontaktieren kann, weil er nicht die entsprechenden Techniken dazu hat oder die Materialien, der muss also aufpassen, dass er dann hier auch auf der Rückseite, also mit einer grünfarbigen Leiterbahn auf der Rückseite dann an das Pad geht, dass er auch da sauber löten kann. Da bitte drauf achten. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man Durchkontaktierungen anlegt und die Netzebenen wechselt und auch Leiterbahnen verschieben kann. Und das händisch. Wir haben also hier eine Leiterbahn, die liegt jetzt auf der Platinenrückseite, denn unsere Widerstände sind ja auf der Platinenrückseite verbunden. Und ich kann jetzt hier so ein Element anwählen und die Taste G für Bewegen andrücken. Dann bin ich frei beweglich in meiner Bewegung. Ich breche mal mit Escape ab. Oder um den 45 Grad Winkelmodus beizuhalten, die Taste D. Damit sehe ich jetzt, kann ich diese Leiterbahn hier verschieben, aber ich behalte den 45 Grad Modus
bei. Mit einem Linksklick kann ich hier dann ablegen. Auch hier wieder nochmal gezeigt, wie ich das verschiebe. Als nächstes zeige ich euch eine Durchkontaktierung. Wir nehmen mal an, wir fangen hier oben mit der auf der Oberseite der Platine an. Wie kann ich die Lagen wechseln? Ich kann jetzt hier drauf gehen und entsprechend hier in die Oberseite gehen oder in die Unterseite. Ich kann aber auch mit der Taste Plus hier die Kupferlagen wechseln. Einfach Plus und ich wechsle hier mit Plus hin und her. So, ich fange also mit einer Kupferlage oder mit der oberen Kupferlage an, hier am Pin 15, ziehe die Leiterbahn nach außen, ziehe diese hier nach unten und ich muss ja jetzt auf den Widerstand und dieser liegt auf der Rückseite. Jetzt bitte, ich muss mich hier im freien Bewegungsmodus befinden. Wenn ich jetzt hier klicken würde, dann wird das etwas schwieriger, das Duggo zu platzieren. Also die Leiterbahn muss hier noch im freien Bewegungsmodus anhängen. Und ich positioniere hier, da wo ich dieses Duggo hinhaben möchte, meinen Cursor. Nicht klicken, sondern jetzt die Taste V für Via drücken. Das wird jetzt hier an die Leiterbahn angehängt und ist auch noch frei beweglich. Jetzt passiert das Entscheidende. Mit einem Linksklick wird abgelegt. Das Via wird befestigt. Und wenn ich jetzt hier unten weiterziehe, bin ich hier beweglich mit einer Leiterbahn auf dem unteren Layer oder auf der Rückseite. Dieses ziehe ich jetzt hier an den Widerstand und lege ab. Und als nächstes müssen wir vom Widerstand nochmal auf diesen Pin. Dazu klicke ich hier wieder an. Gehe nach außen. Ich darf jetzt nicht ablegen, sondern frei beweglichen Modus noch haben. Dann die Taste V drücken. Ein zweites Via wird gesetzt. Erst jetzt den Linksklick. Ich ziehe hier dann mit dem Cursor meine Leiterbahn weiter. Jetzt wieder auf der Oberseite und schließe das hier am Pin vom Connector an. So erstellt man Vias ganz schnell und einfach und wir hatten sie ja in den Netzklassen bereits zugewiesen und auch hier werden die Vias dann so erstellt, dass sie den Vorgaben der Netzklasse entsprechen. Das heißt also bei diesen Signalnetzen dann 0,6 mm mit 0,4 mm Bohrung und hier 0,8 mit 0,6 mm Bohrung bei den Power-Netzklassen. Wer sich jetzt gefragt hat, warum ich jetzt hier auf der Platinenoberseite zum Beispiel an diesen Pin gehe, obwohl ich ja hier drunter eigentlich gar nicht löten kann, denn der Arduino wird ja auf der Oberseite montiert und würde jetzt also hier diese Leiterbahn verdecken. Das ist richtig, deswegen auch bei handgemachten Platinen hier bitte aufpassen, dass man immer, gerade bei zweilagigen Platinen, immer auf der richtigen Seite sich bewegt, denn ansonsten wird es problematisch. Man müsste jetzt ja hier unten drunter löten und hätte dann hier die Plastik von der Stiftleiste im Weg und könnte dann entsprechend nicht mehr verlöten. Da ich meistens meine Platinen zum professionellen Hersteller gebe, werden diese Bohrungen eh durchkontaktiert. Das heißt, die Pads sind auf beiden Seiten und hier die Bohrung ist durchkontaktiert. Das heißt, ich kann hier oben mit der Leiterbahn rangehen, auf der Rückseite verlöten und habe dann trotzdem einen elektrischen Kontakt. Wer seine Platinen selbst herstellt und hier händisch bohrt und natürlich nicht durchkontaktieren kann, weil er nicht die entsprechenden Techniken dazu hat oder die Materialien, der muss also aufpassen, dass er dann hier auch auf der Rückseite, also mit einer grünfarbigen Leiterbahn auf der Rückseite dann an das Pad geht, dass er auch da sauber löten kann. Da bitte drauf achten. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir einen Edge Cut anlegen. Dazu wählen wir das Layer Edge Cuts und beginnen mal hier ein Edge Cut zu zeichnen. Man sieht jetzt hier, wie gesagt, mit dem Fadenkreuz, dass ich auch hier sehr schön positionieren kann und
sehr schön positionieren kann und dann zeichnen kann. Warum kam jetzt der Fehler? Ich habe jetzt mich hier noch im Bereich des Zeichnens der Leiterbahn bewegt und hatte hier oben aber bereits Edge Cuts eingestellt. Und wenn ich jetzt hier nochmal anklicke, kommt dann also diese Meldung: Leiterbahnen nur auf Kupferlagen. Richtig, wir wollen ja auch keine Leiterbahn zeichnen, sondern wir wollen eine grafische Linie zeichnen, und das wollen wir auf dem Level Edge Cut tun. Und jetzt verschwindet auch unsere Fehlermeldung. Und ihr seht, ich kann jetzt hier auch mit diesem schönen großen Fadenkreuz sauber positionieren und vor allen Dingen auch sehr genau senkrecht meine Edge Cut Linie ziehen, damit die sauber und ordentlich senkrecht abgelegt wird. Um das jetzt noch einfacher zu machen, breche ich hier das Zeichnen vom Edge Cut nochmal ab. Denn die wird nie gerade werden, auch wenn ich jetzt hier diesen Cursor benutze, einfach weil ich hier ein sehr kleines Raster eingestellt habe. Deshalb dieses Edge Cut habe ich mir angewöhnt, immer im 2,54 mm oder im 1,27 mm Raster 50 mm zu zeichnen. Damit habe ich hier ein größeres Raster und ich kann hier deutlich besser andocken und die Linie wird automatisch auch gerade gezeichnet. Allerdings habe ich dann natürlich den Nachteil, dass ich zum Beispiel jetzt hier relativ weit herauskomme. Deshalb stelle ich nochmal um auf das Raster 1,27 mm und zeichne jetzt nochmal eine schöne gerade Edge Cut Linie hier um unseren um unsere Platine. So, immer auf den Ecken mit Linksklick ablegen und schwuppdiwupp haben wir unseren Edge Cut neu gezogen. Mit Escape abbrechen das Werkzeug und wir haben jetzt hier unseren Platinenumriss. Jetzt möchte ich, wer sich bisher gefragt hat, warum ich hier noch kein Ground angeschlossen habe, möchte ich euch zeigen, wie man ein ganzes Layer zu einem Netz zuweist oder zu einem Potential zuweist. Und wir wollen als erstes mal ein Netzpolygon, eine gefüllte Fläche hinzufügen. Wir wählen dieses Werkzeug an und gehen hier oben in diese linke Ecke auf unseren Edge Cut. Und sollten vorher natürlich die Kupferlage wechseln, bevor wir da anfangen zu zeichnen. Aus dem Edge Cut zurück hier mal auf die Kupferlage Oberseite. So, ich wähle jetzt nochmal hier unser Füllflächenwerkzeug an. Und ich klicke hier auf diese Ecke und werde als erstes, bevor ich gefragt werde, welchem Netz möchte ich denn jetzt diese Füllfläche zuordnen? Entweder gar keinem Netz, also No Net, oder hier Ground, 12 Volt, 5 Volt oder jedem anderen beliebigen Netz, was hier verfügbar ist. Und ich möchte das hier, so wie ich das meistens tue, dem Ground hinzufügen. Doppelklick oder beziehungsweise mit OK bestätigen, auswählen, mit OK bestätigen. Und jetzt wird also dieses Netz hier, diese Füllfläche mit dem Netz Ground verbunden. Ich gehe hier wieder auf die jeweiligen Ecken. Wir sehen auch, dass jetzt hier schon so eine gestrichelte Linie mitgezogen wird. Ich gehe auf meine Ecken vom Edge Cut, lege das hier immer mit Linksklick ab und schließe diese Fläche einmal ab und jetzt wird diese gesamte Fläche hier mit Kupfer gefüllt und mit Ground verbunden. Wir sind hier in der Ansicht Umriss, hier links Umrissdarstellung, deshalb sehen wir jetzt auch hier die Umrisse dieser Kupferfläche. Mit dem mittleren Button hier kann ich diese Umrisse ausblenden und sehe nur meine Leiterbahnen. Oder ich zeige mir das Ganze als gefüllte Fläche an, dann ist das hier so
dargestellt. Und wir sehen, dass jetzt Ground Pins hier schon verbunden wurden mit dem, mit dieser Ground-Fläche. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier. Das ist ein Pin von einem Relais und der ist also hier jetzt schon mit der Ground-Fläche verbunden und ich muss an dieses Relais kein Ground mehr anschließen. Wir sehen aber auch hier, dass zum Beispiel dieser Ground nicht verbunden ist, weil der ausgeschlossen ist und deshalb werde ich mir jetzt noch auf der anderen, also auf der Rückseite dieses Polygon ziehen. Ich blende das hier nochmal aus. Wechsle das Layer auf die Rückseite, gehe dann hier auf gefüllte Flächen hinzufügen und mache jetzt hier den gleichen Schritt. Ich werde wieder gefragt, ich verbinde diese Rückseite auch mit Ground. Ich könnte die jetzt auch mit 5 Volt verbinden oder mit 12 Volt, aber dann bitte aufpassen bei höheren Spannungen, dass man dann nicht irgendwo in die Bredouille kommt, dass man dann die Platine anfasst und dann einen elektrischen Schlag erhält. 5 Volt, 12 Volt sollten noch gehen, aber höher würde ich dann nicht empfehlen, zumindest hier auf so eine Außenlage zu legen. So, und schon gar keine 220 Volt, sollte das mal nötig sein. Ich lege hier wieder ab. Und jetzt ist auch unsere Rückseite gefüllt. Ich blende es hier wieder ein. Ich sehe jetzt also die gefüllte Rückseite und auch hier sind jetzt alle Grounds angeschlossen und ich kann jetzt hier entweder mit Plus oder hier über das Auswahlmenü zwischen den beiden Feldern hin und her schalten und ich sehe jetzt meine gezogenen Leiterbahnen und auch schon die angeschlossenen Pins. So, was könnte ich jetzt hier machen? Das ist übrigens kein Ground Pin gewesen, sondern ein Versorgungspin. Ich ziehe hier mal einen Wire auf dieser Ebene nach hier drüben. Wir sehen jetzt, dass ich jetzt hier eine Leiterbahn habe und diese ist hier aber geht völlig in dieser gefüllten Fläche auf. Deswegen muss ich KiCad mitteilen, diese gefüllte Fläche neu zu zeichnen und das mache ich ganz einfach mit der Taste B. Und es wird kurz gerechnet und siehe da, diese Füllflächen werden dann auf beiden Seiten neu gezeichnet und meine Leiterbahn erscheint. Ich blende jetzt hier mal wieder die beiden gefüllten Flächen aus und das soll es dann auch für heute mal gewesen sein und im nächsten Video machen wir dann mit der Verdrahtung weiter und ich zeige euch noch das eine oder andere, was hier auftauchen kann und wird beim Routen dieser Platine. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Routen. Wenn Fragen sind, bitte in die Kommentare. Ich antworte dann auf die Kommentare oder mache auch mal ein kleines Video, wenn es dann noch extra Wünsche gibt, hatte ich auch bereits schon in der Vergangenheit erwähnt. Vielen Dank und schönen Abend.